Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz. Willkommen zurück im neuen Lager. Willkommen zurück zu Gothic 1. Wir wollen uns heute weiter umhören, weiter nach ein paar wichtigen Leuten suchen, wie Wolf hier beispielsweise vielleicht einer ist. Und bislang kam ich auch noch nicht wirklich hier mal in eine Hütte rein, um die so ein bisschen auszuräumen. Das kotzt mich ein Stück weit an, aber lässt sich nicht ändern. Also, legen wir los. Ich denke, wir haben noch viel zu tun. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Ich möchte den richtigen Umgang mit dem Bogen lernen. Kann ich dir beibringen. Das ist aber keine Gefälligkeit, denn auch ich muss essen. Wie viel? Alles, was ich dir beibringe, kostet dich 50 Erz. Ich feilsche nicht. Bogenstufe 1, okay. Bessere Rüstung, tauschen, wie komme ich an Felle und Häute, okay. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aida. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Okay. Was hast du denn sonst noch so? Rasiermesser, Dietrich, Erz. Ja, ich habe gerade aktuell nichts, was ich gegen Erz eintauschen könnte. Die Blutfliegen, okay. Brauchen wir nicht. Weintrauben, gebratenes Fleisch, Reisschnaps, Pfeile, Bolzen, Kurzbogen. Ja, das war's. Also nichts, was ich jetzt irgendwie gebrauchen könnte. Aber wenn wir hier was über Bögen lernen wollen, dann sind wir bei ihm goldrichtig. So, die beiden bekiffen sich so ein Stück weit. Ich denke, ich kann hier nicht rein, oder? Doch! Endlich mal jemanden ausrauben. Darauf habe ich doch schon die ganze Zeit gewartet. Rechts. Na klar. Links. Alter. Rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, links. Okay, rechts, links ist es. Mann, Ometa. Spiel laden. Mit guten Dietriche hier. Rechts, links, rechts, links. Was ich auch noch nicht... Was sind das? Was haben mich hier... Ach so, Erzbrocken. Okay. Was ich auch noch nicht gemacht habe, ist mal das Schleichen zu probieren. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich ehrlich sein soll. Nee. Nee, so ziehe ich das Schwert. Nee. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, wie ich hier schleiche. Das interessiert mich definitiv. Tastatur. Schnell auf Schleichen. Ah, mit A, okay. Mit A schleiche ich. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Falls wir dann irgendwann mal Leute bestehlen wollen. Ich weiß halt nicht, ob wir nachts hier irgendwie reinschleichen können dann. Okay. Merkt auch keiner. Nutzt sich aus. Links, links. Okay. Links, links, rechts. Links, links, rechts, links. Okay, links, links, rechts, links. Merken wir uns. Also Spiel laden. Links, links, rechts, links ist die Kombination. Und ja, nochmal ein bisschen Erz und ein bisschen anderen Kladderadatsch. Ja, jetzt nichts großartig Wertvolles. Aber nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit, ja. Dann haben wir hier noch einen Bandit. Butch. Okay, die scheint es ja nicht zu interessieren, wenn man ja einfach in die Häuser geht. Geil. Links. Nee. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts ist das. Okay, gut zu wissen. Mann! Also, gleich nochmal. Links, rechts, aber auch hier war jetzt, glaube ich, nichts
Nee, von größerem Wert drin. Diverses Erz halt. Ja, der guckt mir dabei zu, wie ich hier das Zeug rausnehme. Ja. Ich sag mal so, danke, ne? Und immer speichern, das ist wichtig. Nicht, dass die hier einen dann direkt eins überziehen. Komm ich auch hier rein? Nee, das dachte ich mir fast. Ja, sehr gut. Butch, mit dir möchte ich gern reden. Hi, wer bist du? Was geht dich an, Dreck an? Deine Fresse gefällt mir nicht. Okay, mit Butch brauchen wir quasi nicht reden, weil ihm unsere Fresse nicht gefällt. Psst. Hey, du! Wer? Ich? Genau, du! Komm mal her! Tut er mir jetzt weh? Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Ach wirklich, ja? Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schlösser öffnen. Taschendiebstahl, das klingt gut. Dann haben wir hier noch einen normalen Banditen. Kommen wir hier rein? Hey, du. Ach komm, fuck you. Aber hier müssten wir reinkommen. Ja. Hier steht nämlich kein Schwein. Hier können wir uns wieder Sachen klauen. Geil. Im ersten Versuch. Oh, geil. Ich dreh durch. Diverses Erz. Ich bräuchte halt trotzdem mal was. Irgendwelches Zeug, mit dem ich halt dann auch schmieden kann. Da können wir auch so viel Kohlen machen. Ja. Hier ist auch eine Schatzkiste, okay. Auch eine Schatzkiste, die wir plündern können. Okay, rechts, links, links, rechts. Bitte einmal schließen und das Spiel neu laden. Alter, was ich hier an Dietrichen verschwenden würde, na, das ist auch sensationell. Ja, haben wir auch nochmal ein bisschen Erz, Wasser und anderes Gedöns, was eigentlich kein Schwein braucht. Ja, aber das Erz nehme ich gern mit, den Rest, den können wir ja dann verscherbeln irgendwo. Zur Not gibt es ja dann auch noch das Sektenlager... Baal Kagan, okay. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Koa Kalom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin? Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Nö. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst.
Ich habe sehr gute Kontakte zu Kor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. So, was hast du? Oh, toll. Du bist auch wieder nur Schmutz. Das braucht kein Schwein. So, also wir sollen mal ein bisschen Sumpfkraut verteilen. Dann fangen wir doch gleich mal hier bei dem an. Läuft denn so... Hier, willst du etwas Sumpfkraut? Willst du etwas Sumpfkraut? Ich geb dir 10 Erd... Wenn du mal... Jo. Ende. So, der hat 1. Dann haben wir hier noch einen Banditen. Dem geben wir auch gleich noch was. Dann können wir nämlich die Aufgabe gleich noch mit abschließen. Willst du etwas Sumpfkraut? Jo. Nummer 2. Hier brauchen wir nicht reingucken. Dann haben wir hier Bandit und Bandit. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Oh, das klingt gut. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Sumpfkraut für dich. Nö, gut. Schade, ich hätte gern ein bisschen... Wo soll's denn hingehen? Oh. Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Ich hab den Ring. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Könnt ihr das nicht selber unter euch klären? Was? Einen Ring. Bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Ende. Gut. Was haben wir denn hier? Hier brauche ich, glaube ich, nicht reingucken. Gehen wir mal zu Laris. Ich glaube, den Wein sollte ich mir nicht nehmen, oder? Haust du mich, wenn ich mir jetzt deinen Wein nehme? Bestimmt haust du mich. Nimm deine Griffel weg. Jo. Ja, da haben wir auch schon die Kampfmusik. GG, also den Wein sollten wir uns nicht nehmen. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm... Ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgaben. Okay. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Muss ich dem das klauen, oder wie? Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Klingt gut. Ich will mich verbessern. Ja, Geschick und Stärke können wir verbessern, okay. Ja, aber das reicht mir erstmal. Wir haben jetzt ein paar Aufgaben auch von Laris bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier rausgehen und uns weiter umschauen. Wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Kraut zu verticken. Auch. Sharky, okay. Ja, dachte ich mir. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Nee, ich will was verkaufen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Okay. Oh, er hat Erz. Ja, ein paar Waffen.
jetzt nichts großartig Geiles. Also ich mag dann doch lieber mein Schwert. Aber mal schauen, ob ich dir irgendeinen Dreck anbieten kann. Ja, guck mal, ich habe diverse Fackeln, Alter. Ey. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Fackeln will. Schüsseln kannst du haben, das kannst du... Das verkaufe ich dir nicht. Das ist mein Kraut. Mein Kraut. Bier? Brauchen wir, denke ich, nicht allzu viel. Ja, lass mal... Okay, 4 Bier. Sollten reichen. Vielleicht mal ein Ragout. Behalt mal Reis, Schnaps. Denke ich, brauche jetzt auch nicht so viel. Behalt mal auch mal 5. Das behalten wir alles. Käse und so weiter und so fort. Das heilt mich nämlich alles. Oh, Wasser bringt mir auch Lebensenergiebonus. Dann behalten wir das. 243. Dann kann ich mir quasi fast sein ganzes Erz nehmen. Das machen wir. Ja. Mit Erz lässt sich leichter handeln als mit diesem Schmutz hier. Ja, dauert natürlich eine Weile. Leider Gottes. Ja. Trotzdem habe ich noch 8-mal dieses räutige Sumpfkraut, was ich verteilen muss. Und wir haben ein Level Up gemacht. Ich glaube, ich werde mich im Einhänder erstmal verstärken lassen. Das macht Sinn, dass wir uns im Einhänder dort ein bisschen was beibringen lassen. So, 243. Jo. Annehmen. Danke dir. So, hier brauchen wir also auch nicht reingehen. Schauen wir mal weiter uns um. Hier könnten wir vielleicht reingehen. Hey, du. Ach komm, wer zum Henker hat das denn jetzt schon wieder gesehen? Bandit. Bandit. Hier, ich hab ein bisschen was für euch. Du siehst aus. Hast du was? Gut. 3. 4. Du siehst aus. Hier brauchen wir nicht reingehen. Hier haben wir nochmal einen Bandit und noch einen Bandit. Das heißt, es wären Nummer 5 und Nummer 6. Du siehst. Nummer 5. Und Nummer 6. Jawohl, wen haben wir hier? Basta! Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Ah, das ist auch ganz geil eigentlich. Das ist auch ganz geil tatsächlich. Machen wir erstmal Akrobatik, bevor wir einhändern? Komm, wir machen erstmal Akrobatik. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Ja, das ist gut. Du lernst dich richtig abzurollen. Und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück. Danke dir. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ja, aber das können wir doch schon. Hä? Das habe ich da jetzt gelernt, oder? Akrobatik, ja. Hier. Hier, wir können jetzt... Alter, nicht hier reinrollen, du Bob. Obwohl das gerade niemand interessiert hat. LOL. Interessiert kein Schwein, dass wir hier drin sind. Hallo? Ach so. Die Truhe war auch schon offen. Ja, gut. Nehmen wir mit. Ja. So, Leute, ich habe ein bisschen Sumpfkraut für euch. Ich habe. Das müsste Nummer 7 gewesen sein. Du bist Nummer 8. Jo, schauen wir uns mal weiter um. Hier drüben noch. Ich weiß nicht, waren wir hier drüben schon in dem Häuschen? Müssten wir. Ja, dort waren wir schon. Hier wiederum kein Schwein. Können wir ganz easy reingehen. Gleich wieder speichern und die Truhe plündern. Ah, okay, die geht auch ganz einfach auf. Ja gut, ist halt jetzt auch nicht wirklich viel drin. Na? Und wir haben die 1000 Erz geknackt. Geil. 1000 Erz. Naja. Kann sich doch sehen lassen. So, Leute, ich habe noch ein bisschen Sumpfkraut. Wollt ihr was? Du siehst auch.
Okay. Und hier, für dich habe ich auch noch ein bisschen Sumpfkraut, keine Sorge. Sumpfkraut! Mann. Du siehst. So, habe ich noch Sumpfkraut? Oder habe ich alles verkauft jetzt mittlerweile? Weiß halt gar nicht, wo ich das Sumpfkraut überhaupt finde. Aber. Ich glaube, ich habe keins mehr. Ja, nice. Dann kann ich mich doch gleich mal belohnen lassen. Geil, ich liebe es, wenn er jetzt diese Rolle macht. Auch wenn er sich noch ein bisschen blöd anstellt dabei. War nicht besonders. Alter Schwede, dieser Sprung. Aus dem Nichts einfach 10 Meter springt. Ja, ist gut. Du brauchst nicht weiterspringen. Baal Kagan. Ich habe das Kraut verteilt. Ich habe das Kraut verteilt. Geil. Die ersten neuen Kunden waren schon bei mir. Du hast gute Arbeit geleistet. Wie soll deine Belohnung aussehen? Muss ich mich da jetzt entscheiden? Hilf mir, in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Ich nehme das Erz. Tja, ist halt die Frage. Klar, wir werden bestimmt auch so aufgenommen in die Bruderschaft. Wir haben eigentlich auch relativ viel Erz. Die Spruchrollen interessieren mich. Was sind das für Sprüche? Windfaust, Charme, Telekinese, Pyrokinese und Schlaf. Schlaf! Von diesen Sprüchen darfst du 3 wählen. Hilf mir in der Bruderschaft. Ich nehme die 3 Spruchrollen. Mir in der Bruderschaft aufgenommen zu werden. Die 3 Spruchrollen sind, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich nehme die Spruchrollen. Eine gute Entscheidung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie insgesamt mehr wert sind als das 100 mal Erz. Ich hätte gern Schlaf. Pyrokinese, Telekinese, Windfaust, Charme. Pyrokinese, klingt nach irgendeiner Feuermagie. Telekinese, gefällt mir auch ganz gut. Verwende sie weise. Danke dir. Danke dir. Gut. Kommen wir jetzt eigentlich jetzt rein? Ich meine, wir haben ja zumindest die eine Aufgabe von Laris. Würde natürlich Sinn machen, dass wir jetzt hier rein können. Wenn nicht, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Dann muss ich den vielleicht auch mit Erz bezahlen. Schauen wir mal, ob das noch klappt. Ansonsten, ja. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Okay. Scheinbar müssen wir ihm dann doch irgendwann Erz geben, um hier reinzukommen. Ja, gut. Wir wollten uns allerdings noch bei der Mine umsehen. Und ich glaube, zu der Mine sollte es hier hinten lang gehen. Und das schauen wir uns dann alles beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich dafür, dass es dabei war. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann schaltet gern wieder ein zu Gothic 1. Bis dahin. Macht's gut.